Hey Leute, herzlich willkommen zu Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern und Pädagogen. Ja, ihr seid hier richtig angekommen. Wieder mal bei einer Kurzerklärtrunde. Reformpädagogik. Kurz erklärt. Wir hatten Jean Piaget beim letzten Mal, Emmy Pickler. Das war richtig cool, weil ich ja auch gerne nach Emmy Pickler gearbeitet habe. Und jetzt kommt sozusagen Stufe 2. Von Emmy Pickler, Maria Montessori. Und die waren gar nicht so weit auseinander. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Maria Montessori war eine italienische Ärztin, die im Jahr 1870 geboren wurde und 1952 verstarb. Von ihr ist das berühmte Konzept, Kinder zum Baumeister ihrer selbst entwickeln zu lassen. Ja, genau da knüpft schon Emmy Pickler auch an, ne? Zwar aus einer Bindungstheorie heraus, aber auch sie war ja der Meinung, dass Kinder ihren Weg selber bestreiten sollen. Und Montessori macht das genauso. Und ihr war auch wichtig, dass während der Lernprozesse keine Wertung stattfindet. Das bedeutet, dass Kinder einfach dem Prozess wegen lernen wollen und nicht, weil sie dafür irgendeine Belohnung bekommen, irgendeine gute Note oder vielleicht auch ein tolles Geschenk oder was auch immer oder Lob, sondern sie machen es, um wieder zu wachsen. Der Wachstum war quasi die Belohnung für Entwicklungsprozesse, die sie durchlebt haben, die sie selber auch gemeistert haben. Sie geht auch von einem Lernwillen der Kinder aus eigener Motivation. Wenn ihr euch mal kleine Kinder anguckt oder auch die Vorschüler, die sind natürlich neugierig und die gehen los, die nehmen sich einfach Sachen, verfremden die oder sagen wir mal, sie nutzen Dinge anders, als wir sie nutzen würden und machen ganz tolle Geschichten daraus, machen halt ihre Geschichten daraus und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, sie bauen nicht ein Lego-Auto so, wie wir ein Lego-Auto bauen würden, sie machen sich ein eigenes Raumschiff oder eine eigene Welt, die sie dann auf einmal bauen möchten, weil sie eine Idee haben und das ist die Kreativität auch auf die Montessori gebaut hat. Auch Montessori geht von einem eigenen Rhythmus der Kinder aus. Sie wählen die Schnelligkeit, das Tempo, die Zeit, die sie brauchen, um einen Entwicklungsschritt zu meistern oder um neue Interessen zu entwickeln, um ein neues Thema zum Beispiel auch sich zu suchen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann euch zum Beispiel sagen, dass sich viele Kinder total lange zum Beispiel für Dinos interessieren. Ja, und das dauert manchmal ein Jahr lang. Hey, das ist vollkommen okay, weil sie so abhängig darauf sind, alle Nuancen aus diesem Dino-Thema zum Beispiel zu erkennen. Oder wenn es um Werkzeuge geht oder verschiedene Welten, ob das nun der Dschungel ist oder die Safari-Welt oder was auch immer. Da muss man echt genau hingucken, wenn die Kinder nun mal so abhängig darauf sind, dann könnt ihr nicht von der Seite kommen und sagen, so, jetzt ist aber mal Wasser dran oder Luft oder Mülltrennung oder was auch immer. Geht nicht. Und wenn ihr genau hinguckt, haben Kinder eine natürliche Freude am Lernen. Sie brauchen nicht dauernd den mega externen Input. Wenn der Rahmen stimmt, dann suchen sich die Kinder genau ihre Beschäftigung. Natürlich gibt es Kinder, die brauchen auch hier und mal da eine kleine Anregung, aber auch Langeweile ist überhaupt kein Lernkiller. Im Gegenteil, Langeweile macht kreativ. Und auch das habe ich schon oft erlebt bei Kindern. Und wo wir nochmal beim Rahmen sind, genau das ist der Punkt. Der Raum ist der dritte Erzieher. Das war Montessori immer wichtig. Wenn der Raum gut vorbereitet ist mit genau den Bedürfnismaterialien, die Kinder brauchen, dann erlebt ihr auch den höchsten Lerneffekt bei den Kindern. Das höchste Entwicklungspotenzial, was dann möglich ist an einem Tag. Und dadurch müsst ihr natürlich gut beobachten und immer dranbleiben an den Kindern, damit ihr genau das seht. Auch für zu Hause gilt das Gleiche. Ihr könnt nicht mal Spielzeug reinballern, ohne dass das Kind vielleicht irgendeinen Bezug dazu hat. Ne, nur weil man es selber cool findet. Ich kenne das auch ganz gut, aber man muss sich da einfach auch mal zügeln und sagen, okay, der braucht das gar nicht oder er verwendet das einfach ganz anders oder dann brauchen wir auch eine andere Richtung. Das ist auch für uns Erwachsene ganz sinnvoll. Montessori hat auch nochmal unterteilt zwischen drei Phasen. Das Alter zwischen 0 und 6 ist sozusagen das Kindheitsstudium. Hier findet die ganze Persönlichkeitsentwicklung laut Montessori statt und es ist auch so, dass Dinge, die man in diesen Jahren von 0 bis 6 auch erzieht, nicht mehr gelöscht werden kann. Das heißt, da werden Charakteristika vielleicht auch entwickelt durch uns, die man hinterher auch kaum noch nehmen kann. Beispielsweise Hygienegefühl ist ganz oft anerzogen.
dauerndes Händewaschen, dauerndes Zähneputzen, Angst davor haben, dreckig zu sein. Das ist zum Beispiel was sehr Anerzogenes, was Kinder eigentlich von selber nicht mitbringen. Das zweite Kindheitsstudium ist dann von 6 bis 12. Hier beginnt die stabile Phase. Das heißt, die Kinder werden nochmal mit sich klarer. Sie wissen, wo es ungefähr hingeht. Sie merken, sie verändern sich auch nochmal. Sie merken, sie kriegen andere Zusammenhänge erfasst, ja, hinterfragen auch mehr und nehmen natürlich auch an ganz anderen Eltern-Kind-Diskussionen teil. Und das Alter von 12 bis 18 ist quasi das Jugendalter, laut Montessori. Und hier finden nochmal radikale Umwandlungen statt. Das bedeutet, all das, was vorher passiert ist, wird nochmal komplett auf die Probe gestellt. Man sieht die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen und man hinterfragt nochmal ganz viele Dinge. Deswegen ist das genau der Zeitraum, wo auch Eltern-Kind-Konfrontationen viel harscher ausfallen, weil man auch die ganze Sichtweise der Eltern hinterfragt, ob die wirklich so echt ist, ob die wirklich so klar ist. Und je unklarer man als Elternteil dann auch ist, zum Beispiel, desto mehr Konfrontation hat man. Da muss man sehr gut auch sich reflektieren, damit man diese Phase mit den Kindern auch gut durchleben kann. Auch da heißt es wieder Rahmen finden, damit das Kind diese Umschwungsituation auch besser bewältigen kann. Weil für das Kind oder für den Jugendlichen ist das dramatisch, wie sich das alles verändert. Das können wir in unserem Alter kaum noch mal nachvollziehen, weil es schon vielleicht so lange her ist. Aber das ist noch mal ein totaler Umschwung. Wir denken, die sind total rebellisch. Dabei sind sie einfach nur Erwachsene. Okay, Leute, das war Maria Montessori. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, klickt mal auf den Like-Button und teilt das Video auf jeden Fall. Haut mal in die Kommentare, wer überhaupt schon nach Maria Montessori gearbeitet hat. Es gibt ja auch Montessori-Schulen. Da würde mich auch interessieren, ob einer von euch schon mal dort gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Haut doch mal eure Erfahrungen rein, wie ihr das so seht. Und ansonsten, wer mehr braucht, www.sozialverzogen.de. Und wer Tägliches braucht, Instagram, sozialverzogen. Yes! Ich danke euch. Bleibt sozialverzogen. Hier regiert der Bock. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!